Hallo Leute, willkommen zu einer kleinen Update-Folge, denn normalerweise sollte ich ja heute FNAF kommen und ich bin ja auch, wie man sieht, hier in FNAF. Doch ich bin jetzt schon seit gut einer Stunde am Aufen, also probieren, um die Nacht 5 zu schaffen, um halt Dings dann, und ich lasse gut endet sein. Ich habe es noch immer nicht hinbekommen, also werde ich jetzt einfach in Nacht 5 noch einmal einen Versuch hinlegen und währenddessen über etwas Kleines reden, nämlich wird sich ab nächster Woche der Upload-Tag ändern. Und ja, der wird nämlich folgendermaßen sein, halt, ich muss mich jetzt gleichzeitig noch auf diesen nervigen Menschen, wenn er mit Sonic Englisch, konzentrieren. Ich hab keine Ahnung, wer ist. Ich will mir schon sagen, dass er schon übelst lang ist. Ihr merkt, es läuft nicht von mir. Also auf jeden Fall, montags kommt Loki Doki Literature Club, dann haben wir am Dienstag ganz chillig FNAF, also FNAF glaube ich ändert sich nicht so viel. Ist eher so in der später in der Woche, wo ich sagen wir dann weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall halt dann halt FNAF noch dienstags, dann mittwochs, da fängt die Veränderung an. Also mittwochs wird noch immer halt immer wenn Luca nicht Schule habe, halt links die Talks kommen. Hello? Nein, nein, ja. Ich dachte jetzt, das Springtab sich bewegt hat, dass eine Illusion wäre, aber nein. Ich würde jetzt lachen, wenn ich das gut Ende jetzt hinbekomme. Hi. Also. Mittwochs hätten wir dann. Hallo? Ich sehe ihn noch. Ich sehe ihn auch. Also, wenn wir jetzt sterben, was höchstwahrscheinlich passieren wird, werde ich einfach mal in der auf jeden Fall genauer stehen. Mittwoch heute haben wir um 16.30 Uhr war ich das erste. Mittwoch haben wir halt 16.30 Uhr jetzt halt anstatt 16 Uhr den Real Talk. Das ist Oh, da schon wieder in meiner Nähe. Wenn dieses Geräusch war, übrigens kommt, dann heißt das, dass er entweder in Cam 1, 2, 3, 4 oder 5 ist. Das habe ich durch ein Video rausgebracht. Aber das Geräusch kann entweder bedeuten, dass er halt in den Camps ist oder dass Freddy gerade am vorbeigegangen ist. Okay. Hi. Okay. Dann jetzt bei Cam 6 wird sich wahrscheinlich gleich kein Punkt bewegen. Also, Mittwochs wird anstatt, warte, ich stehe schon darüber, den Quick schon. Hi! Dahin! Haben wir den Menschen? Nein, okay. Hallo? Okay, hat sich weggemucht. Oh, ich bin gerade so konzentriert auf das Spiel. Ich kann leider nicht gerade an den Ablauf dran denken. Weil ich habe mir nirgends aufgeschrieben, der ich bin ja echt. Hello.
Schirrisch, wenn ich jetzt die Nacht schaffe, dann kotze ich lieber. Du machst das hier einfach zu den siebten Folgen und dann noch ein Update einfach. Also da irgendwo drüber reden. Ich hatte einfach dann noch ein eigenes Video dann eigentlich am Montag machen. Weil eigentlich geplant war es jetzt halt, heute FNAF hochzuladen. Und wenn ich halt verkacke, was ich, wie es am Anfang was machen kann, ja. Tschüss, wenn ich jetzt sterbe, dann kotze ich die Woche. Als ob, wir haben es einfach geschafft! Als ob bei der Aufnahme First Try einfach. Und es war mein allerletzter Versuch einfach. Ey, wenn jetzt das steht, dann ist das schlechte Ende, aber dann kotze ich die Wand an. Ich habe sogar für das Schleicher, wenn das gute Ende bekommen, das Puppet Minigame noch einmal gespielt. Und ich schwöre euch, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann gebe ich einfach auf. Also wenn ich jetzt nicht das gute Ende bekomme, meine ich damit. Ja, moin, Purple Guy, ich hasse dich einfach, du warst gerade so eine Nervensäge. Ja, geht durch die Welt, brich dir am besten noch einfach. Du blöder, kleiner, nerviger Spasten, Alter. Geh in einen Anzug und verreck mal. Oh, Alter, du Nervensäge. Du elendiger Pisser. Oh. Darf ich wahr sein? Ich schau, ich bin jetzt das höchste Ende. Nein. Ihr hört mich schreien wahrscheinlich. Ja! Lösung! Ja! Oh, das gute Ende! Oh! All diese sieben Folgen voller Qual! Zumal die letzten drei! Oh, wir haben es geschafft. Oh, die Musik ist genial. Oh, wir haben es geschafft. Boah, stressig, Alter. Soll ich jetzt irgendwas drücken, damit es weitergeht? Meister, nein. Kein Bock gerade. Weil Nacht 6 ist sowieso die größte Qual. Wird das jetzt selbst weggehen und muss ich irgendwas drücken? Ich glaube, ich lasse es einfach da. warum habe ich... Sag mir nicht, dass ich die zwei Sterne habe, weil einer ist halt für das Schlechte und das eine für das Gute. Das heißt, ich musste eigentlich nicht das machen. Das war eigentlich meine Theorie auch schon, dass ich wahrscheinlich die zwei Sterne schon habe. Wegen einem Bad Ending und dem guten Ending. Das heißt, ja, eigentlich habe ich jetzt die letzte Stunde durchgequalt, damit ihr diese Szene eigentlich seht. Was ich mir nicht manchmal antue. Können wir auch bei 9 mehr. Ich bin jetzt ja so... So gut! Ach komm, ich lass das mal. Ah, du bist nicht angeschaut. Hallo! Was mach ich? Oh Gott, es geht schon los. Hallo.
Doch, das Beste war jetzt an diesem Versuch für Nacht 5 einfach. Wir haben einfach kein einziges Mal einen Phantom Electronic begegnet. Das war interessant. Ach, komm bitte, Freddy. Danke. Was hat das dein Angriff gegeben? Hi. Also meine Reflexe sieht man einen Wunsch schneller. Definitiv nicht durch dieses einstündiges, stundenlanges Spiel. Ja. Nee, egal. Ich weiß nicht, was ihr meint. Alter. Wenn ich noch die Nacht 6 jetzt schaffe, göttlich. Doch ich bezweifle es. Ganz stark. Okay, es ist ein Wunder, dass wir noch da schlafen. Eigentlich für diesen dummen Fehler, die zwei dummen Fehler, also es waren 10 und 2 eigentlich, hätte ich eigentlich sterben müssen. Also, hätte ich eigentlich mit Blöden da stehen. Oh nein, das hab ich ein richtiges Problem. Hi. Ja komm, du erschreckst keinen mehr, wenn du schon da stehst. Ja, ich höre den Sound. Ich wusste schon, dass er mich schon. Er ist rechts vom Wand gekommen. Er ist durch die Camp 2 da. Da ist nämlich ein Wand und da ist er durchgekommen. Und dann ist er von rechts nach links hier gekommen. Ja, ich habe durch dieses eine Stunde lange Spiel ein paar mehr Sachen rausgefunden, was für gut der Mann schon. Wenn man zum Beispiel dieses Wand blockiert, wenn man ihn dahin sind, seine. Oh. Und ihr seht, ich habe den Sound etwas leiser als sonst. Ich finde, das war eigentlich, weil es ja geplant war, ein Update-Video zu machen. Ich glaube, ich würde dieses Update auch einfach lassen. Also, ich würde dieses Update zu denken, möchte ich einfach in einem kleinen Video am Montag einfach besprechen. Aber ja. Das war's dann mal mit dieser Folge. Wir haben die Nacht 5, also das gute Ende erreicht. Wir haben die Nacht 6, das ist nur bis 2. Wir haben jetzt wieder geschafft. Aber ja. Aber jetzt ist normalerweise das nächste Mal schaffen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch den ersten und dann letzten Versuch für das Let's Play dann in FNAF 3 probieren für Nightmare auf aggressiv, was sozusagen Nacht 7 ist. Und dadurch bekommt man halt auch den vierten und letzten Stern. Den werde ich dann einmal probieren und danach geht's ab zu FNAF 4. Wuhu, ich habe ja schon so Lust. Wisst ihr was noch, worauf ich noch so Lust habe? In diesem Monat, also Oktober, kommt das nächste Spiel raus, also das nächste FNAF-Spiel, nämlich FNAF AR. Special Delivery. Und ich bin jetzt bei FNAF 3, ne? Jetzt kommt noch FNAF 4. Nach FNAF 4 kommt FNAF World. Dann FNAF 5. Dann FNAF 6. Dann FNAF VR. Und dann FNAF AR. Und ich glaube, bis ich fertig bin mit diesen allen Spielen, ist wahrscheinlich schon das nächste Spiel, was in 2020 dann rauskommt, raus. God damn it! Ich habe gerade das Spiel gequittet. Egal! Ich habe aus Versehen Escape gedrückt. Oh Gott, Alter. ich glaube, die nächste Folge werde ich einfach Leiden.exe nennen. Weil ich leide einfach nur noch in FNAF. Und ich glaube, die letzte Folge einfach, das heißt, the Special Delivery Video, kommende Spiel in 2020 wird, glaube ich, weiß ich einfach schon den Titel. Das Leiden hat ein Ende. Oh, Junge, das ist also wirklich, jetzt bin ich einfach an einen Punkt angekommen, wo ich nur noch leide in FNAF. Also wie gesagt, angesprochene Update, nämlich über den neuen Upload-Plan, werde ich einfach dann am Montag machen, da bin ich noch viel mehr koordiniert, weil das war jetzt eigentlich voll ungeplant. Eigentlich wollte ich erst heute den Upload-Plan hier aufschreiben halt und mir noch ein paar Fehler und sozusagen anschauen, wenn da wäre. Aber ja, dann wird das halt am Montag gemacht halt und dann noch mit Planung und alles. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschö!